Seid mir gegrüßt, liebe Zuhörer. Ich bin's mal wieder, der Callcenter-Crasher. Zum Warmwerden habe ich erstmal zwei ältere Telefonate für euch, in denen man mir fragliche Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel mit perfekter Beratung verkaufen will. Die Anrufe beginnen wie immer nach dem Intro. Hallo? Hallo, spreche ich mit John Wassertopf? Ja, ist richtig. Es freut mich, Sie zu hören. Ich heiße Anna und ich bin der offizielle Vertreter des Herstellers von Foodtopa. Sie haben sich für unser Produkt zur Beseitigung einer Pilzinfektion interessiert. Ist das richtig? Das kann sein, ja. Oh gut, also Foodtopa ist ein starkes Mittel und fordert eine richtige Dosierung. Deswegen werde ich Ihnen ein paar Fragen stellen, um Sie genau wie möglich zu beraten. Ist das okay? Ja, können Sie ja machen. Gut, sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? Ich bin 58. Und welche Symptome haben Sie von der Pilzinfektion? Brennen, Juckreiz, Geruch oder Nageldefekte? Ach, das ist für Fußpilz? Ja, genau. Ah ja, okay. Ja, ja, halt Nageldefekte. Okay. Wie lange haben Sie es schon? Ja, ungefähr ein Jahr. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben nur Nageldefekte, Ihre Symptome, richtig? Richtig, und jucken natürlich. Und jucken. Also viele Kunden wenden sich an uns mit dem Wunsch, eine Pilzinfektion loszuwerden, genau wie Sie. Und laut den Bewertungen unserer Kunden kann man mit Hilfe von Foodtopa das gewünschte Ergebnis erreichen und, was wichtig ist, befestigen. Ein Pilz ist ein Mikroorganismus, der schwere Krankheiten verursachen kann, ja? Und die Hauptgefahr besteht darin, dass die Sporen des Pilzes mit dem Blut reisen, das Immunsystem ständig angreifen und sie anfälliger für viele schwere Krankheiten machen, ja? Und Foodtopa schafft eine Schutzbarriere, um Pilze abzutöten und gesunde Haut und Nägel zu fördern. Und im Kampf gegen Läsionen beseitigt Foodtopa unangenehmen Fußgeruch, lindert Juckreiz, verbessert die Qualität der Nagelplatte und spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung des Nagels, ja? Und Statistik zeigt, dass Resultat bereits in den ersten Tagen zu fühlen ist und bei regelmäßiger Anwendung der Unterschied zwischen vor und nach deutlich wird. Wenn Sie Foodtopa in einer Kurs verwenden, ist das Ergebnis festgelegt und bleibt für immer erhalten. Und stimmen Sie mir zu, dass ein dauerhaftes Ergebnis wichtiger ist als ein kurzfristiges? Wer würde da nicht zustimmen? Aber Sie sagten gerade, Ihre Kunden, wo finde ich denn Ihre Kundenbewertungen? Was meinen Sie? Sie haben gesagt, dass Ihre Kunden Ihr Produkt sehr gut bewerten. Wo finde ich denn diese Bewertungen? Ja, auf unserer Website können Sie das sehen. Ja, aber das muss ja. Haben Sie Bewertungen auf Google zum Beispiel? Auf unserer Website können Sie unsere Nein, Bewertungen auf Google. Sehen. Auf Ihre Webseite können Sie ja schreiben, was Sie wollen. Das ist ja nicht bestätigt. Auf Google ja auch. Ja, wo denn da? Was muss ich da eingeben? Also schauen Sie, jeden Tag rede ich mit unseren Kunden. Sie sind ganz zufrieden mit diesem Produkt. Ja, das habe ich aber nicht gefragt. Wo finde ich? Ich habe gerade gefragt, wo finde ich das bei Google? Auf unserer Website. Bei Google. Ich will jetzt bei Google gucken, Ihre Bewertungen, nicht auf Ihrer Webseite. Auf Ihrer Webseite können Sie was, weiß der Teufel was schreiben. Auf unserer Website können Sie unsere Bewertungen sehen. Verstehen Sie mich nicht? Sprechen Sie Deutsch? Ich möchte Ihre Bewertung bei Google sehen. Wo finde ich das bei Google? Sie können, Sie haben,
Sie können unsere Bewertungen auf unserer Website sehen. Verstehen Sie das geistig nicht? Ich möchte Ihre Bewertung auf Google sehen. Ich verstehe. Ja, warum dann antworten Sie doch nicht immer wieder denselben Text? Also, wo finde ich dann Ihre Bewertung auf Google? Auf unserer Website können Sie Hallo, das wenn Sie sehen. jetzt noch einmal sagen, auf unsere Webseite lege ich direkt auf. Also, wo finde ich Ihre Bewertung auf Google? Auf unserer Website. Ah, ich glaube, dann lege ich direkt auf. Wenn Sie immer nur wiederholen und gar nicht wissen, ist Ihr Produkt dann getestet? Wie bitte? Ach, Sie verstehen doch kein Deutsch. Ich habe Sie gefragt, gab es irgendwelche Ich klinischen sehe Sie Tests? ganz kurz. Hallo, dann reden Sie mir nicht dazwischen. Gibt es irgendwelche klinischen Tests für Ihre Produkte? Unser Produkt ist klinisch getestet und Gut, zertifiziert in prima. ganzem Europa. Ja, prima. Wo sind denn die klinischen Tests zu finden? Sie können uns per E-Mail schreiben und Nein, wir werden alle Ihre Fragen. ich möchte gerne wissen, wo Ihre klinischen Tests zu finden sind. Da gibt es Dokumentation darüber. Sie können uns per E-Mail schreiben Nein, und kann ich wir nicht. werden Kann ich alle nicht. Ihre Fragen Nein, beantworten. das können Sie mir also nicht beantworten. Dann kann ich Ihnen leider nicht helfen. Okay. Ja, dann kann das Produkt ja nichts wert sein. Dann kann das ja nicht so gut sein. Wenn Sie da klinische Das Bewertungen Produkt haben. besteht aus. Ja, Sie haben klinische Tests und wissen gar nicht, wo getestet wurde. Wo wurde denn In getestet? Europa. Ja, Europa In ist Europa. groß. Wo? Welche Klinik? Das Produkt ist aus Portugal. Ja, das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, welche Kliniken haben Ihre Produkte getestet? Sie können uns per E-Mail schreiben, Nein, wenn Sie Sie sollen mir irgendwelche das jetzt sagen. Fragen Ich habe haben. Sie jetzt Leider gerade kann am ich Ihnen Telefon. nicht Ich helfen. habe Sie jetzt gerade am Telefon und deswegen sollen Sie mir das Ich sagen. bin nur. Also, auf Ihrer Webseite steht darüber ja auch nichts. Welche Klinik hat das getestet? Hallo? Grüße, Herr Jürgen. Mein Name ist Paula, melde mich von Shop Online. Es geht um Ihre Bestellung und nämlich um Naturmittel Alcodox. Ist das geliefert, oder? Nein. Moment, wir verfolgen dann. Die Sendung ist zurückgeschickt, leider. Ja, ich habe keine Nachricht bekommen. Wegen der Adresse. Wieso wegen der Sie Adresse? haben. Ich werde das überprüfen und dann werden wir verstehen, was ist los. Bei uns steht Dürer Ring Richtig. 1, Walsrode Ja. 29664. Richtig. Okay. Am Briefkasten und draußen steht Mockmühl. Dieser Name? Richtig. Ja. Komisch. Na, DHL hat sie nicht gefunden. Sie behaupten, Gründe dafür könnten Empfänger verzogen, Empfänger unter den Adressenangaben auf der Sendung nicht gefunden oder aber keine Beschriftung der Klingel. Diese Gründe könnten Ja, dafür sein. oder die hatten keine Lust zu liefern. Keine Ahnung. Ich habe nicht. Okay, oder? Ja, kann sein. Na gut, Herr Jürgen. Wir können natürlich probieren, nochmal die Sendung schicken lassen. Also in 5 Tagen sollte das wieder geliefert sein, Ja. falls Sie noch Geduld haben. Ja, gut. Probieren wir nochmal, Genau, würde ich sagen. oder? Ja. Okay. Okay, gut. Dann in 5 Tagen sollte gleiches Angebot zu Ihnen ankommen. Also 6-mal Alcotox und ein Hemdöl, Endbetrag 221. Richtig, Per genau. Nachname müssten Sie bezahlen. Das Genau. ist schon im Bild. Okay, Ich hatte dann das Geld hier werde ich liegen. heute es nochmal weiterleiten. Verstanden. Okay, dann bedanke mich für Ihre Zeit. Alles Okay. Gute. Tschüss. Tschüss. Danke. Im nun folgenden zweiten Gespräch ruft mich eine Firma an, die sich mit fremden Federn schmückt. Die echte Firma Cap Trader GmbH sitzt in Düsseldorf und ist völlig legal.
Der Anrufer gibt vor, von dieser Firma zu sein, aber man merkt schnell an seiner Ausdrucksweise, welch Geisteskind er ist. Leider ist der Anfang des Gesprächs nicht aufgezeichnet worden und setzt daher später ein. Super, wie lange meinen Sie das schon? Und das geht Sie doch gar nichts an. Nicht wirklich. Da haben Richtig. Sie recht. Da haben Sie eine Proka. Nein, ich handle selber, hatten Sie doch gerade schon mal gefragt. Ja, ich fragte, ob Sie einen Broker brauchen. Ach nee, das brauchen Das hat man kann nicht ich gehört. nicht bestimmen. Das war nur eine Frage, ne? Ja, nee, was bieten Sie denn an? Ein Broker. Und mehr nicht. Ja, mehr nicht, halt digitale Währungen, ne? Also nichts Besonderes. Ja, gut. Von daher, Sie wissen, worum es geht. Ja, welches war jetzt Ihre Plattform nochmal, dass ich da mal nachschauen kann? Ja, CapTrader GmbH, das sitzt in Düsseldorf. Ah ja, okay. Dann gehe ich mal Ja. auf Ihre Webseite. Die schreibt sich wie? Ihre Domain? Cäsar Anton. Ja. Haben Sie geschrieben? Ja, Cäsar Anton. Paula? Ja, CapTrader. Theodor, Richard, Ja. Anton, Ja. Devidora, Ja. Ewemil, Ja. Richard, Ja. CapTrader. Ja, .de, wenn Sie in Düsseldorf sind, ne? Ja, Ist eine. GmbH. Ja, na gut, aber ich wollte hier jetzt Ihre Webseite haben, Ihre Domain, also Das ist unsere Anschrift, ja. CapTrader.de, Ja. ja? Ja, .de, genauso. Ja, gut, dann schauen wir mal. Können Sie drüber lesen? Nö, nee, ich mache die Seite erstmal auf. Ja gut, und da können Sie sich jederzeit bei uns melden. Da steht unsere Nummer, ne, wo Sie uns erreichen können, logisch. Ja gut, okay, das ist ja kein Problem. Sie sind eine deutsche Firma? Ja, okay, gut. Ja, Gut, das ist doch schon wir mal sind auch schön. der Sieger in Sache Online Brokerage. Ja. Okay, Ja. und die Frage ist, dann sind als deutsche Firma sind Sie dann mit Sicherheit auch bei der BaFin reguliert, oder? Ja, das können Sie nachprüfen. Ja, dann geben Sie mir doch einfach mal Ihre BaFin-Lizenznummer. Das darf ich Sie nicht mitteilen. Ich Das muss Sie müssen nicht Sie sogar. überzeugen. Das müssen Sie sogar. Nein, das ist Aber Sie können mir auch illegal. Ihre Umsatzsteueridentnummer nennen. Bitte? Sie können mir auch Ihre Umsatzsteueridentnummer nennen. Als deutsches Unternehmen haben Sie sowas ja. Das haben wir natürlich. Das Ja, können Sie dann. auch nachschauen. Ja, dann sagen Sie mir doch. Die Steuernummer brauchen Sie. Na, am liebsten hätte ich die BaFin-Nummer. Umsatzsteuer in die Faktur. Ja, die Ja, dann. Umsatzsteuer. Identifikationsnummer. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Dann DE 3237716 03. Können Sie es noch ein bisschen schneller machen, damit ich ja nichts mitschreiben kann? Ja. DE. Ja, und weiter? 3237 Ja. 1603. 1603. Und das Ja, steht sicherlich auf Ihrer Website. Registrierungsnummer. Natürlich. Dann schreiben Sie auch Handelsregisternummer, Ja, wenn Sie möchten, steht das auf wenn Ihrer Sie es Webseite so auch? unbedingt brauchen. Natürlich Wo steht das. steht denn das bitte? Impressum. Impressum, schauen wir doch mal. Also momentan sehe ich noch kein Impressum. Ich bin auf Da Ihrer schauen Sie Seite. ganz unten von den Seiten, da steht ABG Impressum. Nein, Denke ich. Muss nein, ich das nochmal steht. schauen. Nee, Bitte? da steht kein Impressum. Das musste dort sein. Nee. Natürlich steht, da müssen Sie Wo nur denn? noch Wo denn? suchen. Ja, wo denn? Wo steht's denn?
Ganz Moment. Unten steht eine Menge. Da steht über uns, da steht Know-how, Depot und Handel, Leistungen, Kundenservice, aber kein Impressum. Schauen Sie ganz unten von der Seite. Ja, da bin ich. Ich habe sie gerade vorgelesen. Und da steht kein Impressum. Da steht Capreda 2023, All Rights Reserved, Impressum, Datenschutz, Kundeninformationen und AGB. Also wenn Sie das sehen können. Ich sehe es nicht. Also, About Capreda, Kontakt, unten steht dann die Zeitungen. Ich habe die Seite auf Deutsch. Ich bin auf der Startseite Ihrer Webseite. So, und wenn ich da nach ganz unten scrolle, ganz nach unten, dann sehe ich dort, Augenblick, so, dann habe ich hier Kundenservice, Leistungen, Depot und Handel, Know-how und über uns. Und wo steht das Impressum? Moment mal. Sie sind aber nicht ganz unten. Ja, gut, okay. Okay, so, dann haben wir das Impressum gefunden. Okay, gut. Und dann suchen Sie jetzt das Impressum. Warum fallen Sie mir eigentlich dauernd ins Wort? Von wo aus rufen Sie denn an? Sie rufen ja nicht aus Düsseldorf an. Warum rufen Sie nicht aus Düsseldorf an? Weil ich nicht in Düsseldorf bin. Ja, wo sind Sie? Ich bin in Österreich, Junge. Junge? Was haben Sie für einen Ton? Geht man so bei Ihnen mit Kunden um? Ist das Ihre Möglichkeit? Ja. Okay, ja, nee, dann habe ich keine Lust, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wenn Sie so mit Kunden umgehen, dann möchte ich das nicht. Ja, ich von wünsche mir Ihnen einen aus. Schönen das Tag. Ja, tschüss. Ich habe immer einen schönen Tag. Im letzten Anruf dieser Folge wird es völlig verrückt. Der Anrufer gibt vor, mein Broker zu sein. Und um ihn ein bisschen zu triggern, fragte ich nach dem Sicherheitscode. Die Antwort, die er darauf gab, war das einzig wahre Wort, das er in diesem Anruf wohl gesprochen hat. Nur Betrüger nutzen einen Sicherheitscode. Hört euch an, wie sich das Gespräch weiterentwickelte. Ja, bitte? Hallo? Guten Tag, Herr Stecken, Herr Reinhardt. Ja? Kevin Novak ist mein Name. Und ich möchte mit Ihnen ein Gespräch über Ihre Interesse, welche Sie gezeigt haben im Internet, für Online-Geschäfte. Ja? Sie wollten investieren. Ja, ich habe auch schon investiert. Wo haben Sie investiert? Das geht Sie ja gar nichts an. Nein, wo, bei welcher Bank, weil ich bin der Broker. Wir werden zusammenarbeiten. Sie sind der Broker von meiner Bank, das bezweifle ich. Aber hat der Mitarbeiter Ihnen erreicht? Hat sie gefragt Ihnen für einen Termin oder was? Was? Den Broker. Wann sie die Überweisung gemacht hat, der Mitarbeiter müsste Ihnen fragen, ob Sie einen Termin mit dem Broker möchten. Ja, dann nennen Sie mir doch erstmal den Sicherheitscode. Achso, Sie haben einen Sicherheitscode? Ja. Okay, also das haben Sie den nicht. Also haben Sie den nicht. Okay. Wenn ich Ihnen jetzt informiere, dass Sie mit Betrügen arbeiten, ja, werden Sie mich glauben? Ja, ich glaube, dass Sie ein Betrüger sind. Richtig, das glaube ich. Okay, dann vergessen, schreiben Sie meinen Namen. Nee, brauche ich nicht schreiben. Das ist sowieso ein Fake-Name. Nein, das ist ein Fake-Name. Das weiß ich. Zurück erreichen. Nee, ich will Sie gar nicht zurück erreichen. Sie sind eine Betrügerfirma. Okay, aber da, wo Sie Ihr Geld investiert haben? Das wissen Sie doch gar nicht, wo. Okay, wenn ich das mit Fakten gebe, dass Sie Geld bei Betrügen geschickt haben. Was? Was soll ich? Wenn ich Ihnen mit Fakten gebe, dass Sie Geld bei Betrügen geschickt haben. Ja, dann sagen Sie mir, wo habe ich es denn hingeschickt? Nur weil Sie einen Sicherheitscode haben, ist das eine Betrüger, möchte nicht, dass seine Kunden... Ich habe Sie gerade gefragt, wo ich denn investiert habe. Wenn Sie sagen, dass ich einem Betrüger aufgesessen bin, dann sollen Sie mir doch mal sagen, wo habe ich denn investiert?
Jetzt, oder haben Sie investiert in Litauen oder haben Sie Bitcoin gekauft? Was habe ich? Nee, habe ich nicht. Oder in Litauen oder Bitcoin? Nein, auch nicht. Ich brauche nicht das Finanzamt, nur sagen Sie mir den Namen. Nein. Und ich weiß ja, ich, warum. Weil, ich sage Ihnen nicht den Namen dieser Firma, natürlich nicht. Das geht Sie auch gar nichts an. Ich weiß nur, dass Sie ein Betrüger sind. Ist kein Problem, weil ich habe Geduld, weil so wie Sie sprechen, haben noch viele Kunden gesprochen. Ja, es ist ja schön. Und dann, nein, das später. Ist kein, das nennt sich nicht Kunden, das nennt sich Opfer bei Ihnen. Schauen Sie, warum ja, Sie einen Sicherheitscode haben. Der Sicherheitscode ist für, damit Sie nicht mit anderen Personen arbeiten oder dem ja. Geld von dem Betrüger klauen. Ach man, ihr werdet immer, ihr versteht es einfach nicht. Ihr seid so dumme Scammer. Tatsächlich seid ihr das. Ihr glaubt wirklich, dass die Leute auf euch reinfallen? Ihr seid einfach nur dumme Scammer. Okay, das heißt, Sie sind intelligent. Natürlich. Zu intelligent für ihre ja, zu intelligent für Ihre Firma. Natürlich. Ah, Sie werden weinen für das Geld. Sie werden der Polizei sagen, bitte, bitte nehmen Sie das Geld für mich. Und der Sicherheitscode. Und ich rufe Ihnen später. Ja, ja, klar. Wie ja, ja, klar. Sie sind ein so dummer Scammer. Na, dann, wenn Sie doch so höchst seriös sind, welche Firma sind Sie denn? Ich bin die Blockchain-Firma. Ach, die Blockchain. Natürlich, die Blockchain. Ja. Jeder Mensch in Deutschland weiß, dass die Blockchain niemanden anruft. Sind Sie dumm? Sind Sie dumm? Wissen das ist das, unglaublich. Ja? Die Blockchain ruft an. Okay, ich bin Coinbase. Firma. Ja, Coinbase. Ach, Coinbase. Ja, haben wir ja auch schon zigfach. Gut, dann erzählen Sie mal, wo sind Sie denn registriert? Coinbase. Meine Sicherheitscode ist... Nein, ich habe gefragt, wo Sie reguliert... Ach ja, sind Sie auf Drogen, ne? Sie sind auf Drogen. Sie wissen überhaupt nicht, was ich... ach Gott, Sie sind ein so dummer Scammer. Gut, Sie sagen, Sie sind Coinbase. Gut, okay, dann wo sind Sie denn reguliert als Coinbase? Na? Na? Das sind die dumme Fragen, aber schauen Sie, wo Sie Ihr Geld gesendet haben. Und versuchen, ja, ich weiß genau, wo ich mein Geld gesendet habe. Okay. Dann vergessen Sie nicht meinen Namen. Okay. Nun, Mr. Blockchain, was ist nun? Mr. Coinbase? Das müssen Sie so, nicht so dumme, so dumme Betrüger ist selten. Okay. Ja, dann sagen Sie mir doch erstmal, wo Sie reguliert sind. Später, damit Sie mich nicht vergessen können. Sie kann man nur vergessen. Sie kann man nur vergessen. Sie kann man nur vergessen. Okay. Sie sind ein dummer Betrüger. Ich werde nicht weinen, ich werde Sie auslachen. Wie immer, wenn ich meine Videos auf YouTube online stelle. Die ganze Welt lacht über Sie. Sie sind im Video online, in YouTube. Natürlich. Und jetzt wollen Sie wissen, welchen Kanal, ne? Okay, spreche ich etwas an. Was möchten Sie sagen, damit ich sage? Ich möchte gar nichts sagen. Okay, was ist für Ihre Kunde in YouTube? Für Ihre... Ja, du grüß doch einfach mal da die ganzen Opfer oder die Leute, die zu... Zum Lachen, etwas gut, damit alle Leute hören. Was interessiert Ihnen? Damit ihr macht YouTube euch lächerlich. Ihr macht euch lächerlich. Das bringen die Leute zum Lachen. Wie ihr euch lächerlich macht, wie ihr versucht zu betrügen. Wenn du nicht anfängst, mir zuzuhören, dann brauchst du keine Fragen stellen. Hast du das jetzt verstanden? Damit Sie auch die Leute... Hast du das jetzt verstanden, war die Frage? YouTube bleiben, ganz hast du das jetzt verstanden? Sie haben keinen anderen Job, aber Sie hören nie. Du weißt gar nicht, welchen Job ich mache. Egal, was ich machen, weiß nur, dass Sie ein dummer Betrüger bist, das weiß ich. Ich bin kein dummer Betrüger. Doch, aber das ist kein Problem. Doch. Ein Betrüger bist du in jedem Fall. Ob ich eine dumm bin oder nicht dumm. Ja gut, okay, dann bist du ein schlauer Betrüger, aber nicht schlau genug, um Deutsche zu betrügen. Okay. Nein. Nein. Das können Sie mir nicht sagen, dass ich nicht betrüge. Bin wieder da. Ja, dann erzähl doch mal, wo ihr reguliert seid. Na?
Aber lassen Sie mich jetzt Ruhe, aber das werde ich Ihnen erklären später, wann Sie weinen, wo Sie... Ich lache so über Sie und alle anderen lachen auch über Sie. Investieren und und immer wieder dasselbe, wenn Sie sich dazwischen reden, Sie haben einfach keine Argumente. Sie sind einfach nur ein dummer... Reden Sie, wenn Sie Antworten haben wollen, dann sollen Sie... Ich verliere meine Zeit, genau. Du hast keine Ahnung, was ich mache. Hör auf, dazwischen zu reden, du dummer Penner! Hör auf, dazwischen zu reden! So, bist du jetzt fertig, ja? Und nun? Hören Sie das in YouTube jetzt? Und nun? So machen Sie. Und nun? Und nun? Okay, jetzt. Und nun? Sie werden weinen. Und weiter? Okay. Und auch Ihre Leute, welche... Und weiter? Sie hören. Und weiter? Warum? Weil Sie werden und weiter? Investieren in Börse. Und weiter? In Bitcoin, weil das Geld wird virtuell. Und weiter? Möchten Sie nicht das Geld... Und weiter? Und weiter? Und weiter? Lassen Sie mich sprechen jetzt, warum weiter? Und weiter? Und weiter? Und weiter? Und weiter? So. Und weiter? Ich verliere Zeit mit Ihnen, mein Gott. Und weiter? Ist unmöglich, dass Sie... Und weiter? Haben, dass Sie und weiter? Folgen Ihnen. Und weiter? Eine dumme Person. Und weiter? Sind Sie verheiratet? Und weiter? Haben Sie Kinder? Und weiter? Und weiter? Mach schön weiter, das kostet dich deine Zeit. In der Zeit kannst du keinen anderen betrügen. Mach ruhig weiter. Nee. Mach einfach weiter, das kein Problem. Mach weiter. Mach schön weiter, in der Zeit kannst du keinen anderen anrufen und betrügen. Mach schön weiter. Was möchten Sie wissen? Mach weiter. Du kannst reden. Was möchten Sie wissen? Rede einfach weiter. Dir glaubt ja eh keiner was. Rede einfach weiter. Nein, ich möchte wissen. Ja, du möchtest eine ganze Menge wissen. Aber du bist... Warum jetzt ich wie normaler Mensch? Nein, du bist kein normaler Mensch, du bist ein Betrüger, du bist ein Verbrecher, du bist kriminell. Deswegen bist du Krimineller, weil du dumm bist, genau. Ich bin keine, aber hören Sie mich, wenn ich spreche. Okay? Ja, gut, rede mal weiter. Genau, rede mal weiter. Mit welchem Grund muss ich Ihnen in YouTube folgen? Was verdiene ich vom. Warum gebe ich Ihnen meine Zeit? Mit welchem Grund? Ja, das möchte ich. Das, ja, natürlich. Kannst du ja über mal rätseln, aus welchem Grund du mich anrufst? Als Blockchain, als Coin-Invest. Ja, das ist ein Spaß von mir, weil Sie mit dem Sicherheitscode gesagt haben. Das, mit Sicherheitscode arbeitet nur der Betrüger. Ah ja, Blockchain haben Sie gesagt vor dem Sicherheitscode. Ja, weil Sie ein Dumm sind. Jetzt antworten Sie das, was ich gesagt habe. Was braucht der Mensch einen Grund? Warum muss ich Ihnen jetzt online hören, wenn ich etwas anderes machen kann? Oder etwas höre ich besser Musik wie Ihnen? Das ist. Mit welchem Grund? Warum rufst du dann an, wenn du Musik hören willst? Also, weil Sie angemeldet sind, Reinhard Stecken, reinhard.stecken@fukaru.com. Das ist etwas, das Sie selbst gemacht haben und Sie wollten das selbst. Sie müssen als FBI machen. Intelligent. Das, Sie sind nichts, aber Sie wissen nichts. Weil Sie leben mit dem Sozialamt. Ja, natürlich. Natürlich. Nee. Du weißt nichts über mich, überhaupt nichts. Aber schön, dass warum du weiterredest. Ich kann das verstehen, wie Sie sprechen. Ja, Sie für eine genau, Kultur haben. Genau, ja. Sie haben keine Kultur. Na, warum? Sagt mir ein nicht, Betrüger, ich lach mich tot. Mal. Ich lach mich tot. Ein Betrüger sagt, ich habe keine Kultur. Keine Moral. Der Betrüger ist ein Mensch, wie Sie, wie alle Leute. Ja, und du sagst mir, ich hätte keine Kultur. Sie haben keine Kultur, weil erstmal, Sie natürlich. Haben keinen Fakten, dass ich Betrüger bin. Doch, habe ich schon, mehrfach. Okay, wo haben Sie das Fakt, dass ich Betrüger bin? Ja, das werde ich dir nicht auf die Nase binden.
Du sagst mir ja noch nicht mal, wo du dann reguliert bist. Was für eine dumme Antwort und Sie sind kein seriöser Mensch. Wie ja, natürlich. Ich bin nicht seriösisch. Dann sagt der Betrüger zu mir, ich wäre nicht seriösisch. Sie sind nicht seriös, weil Sie sind kein FBI. Sie sind YouTube so etwas gefischt. Sie sind nicht gefischt, wenn Sie sehen, wunderschön, Sie wunderschön. Sehr schön. Weil wenn Sie so viel intelligent sind und Sie verlieren nicht Geld bei Betrügen, gibt andere gute Menschen, welche die Geld verloren haben und seine Familien kaputt gemacht haben mit Trading. Und genau, solche Betrüger, wie du es bist. Richtig. Nee, nee. Doch, richtig, das hast du schon richtig erkannt, dass du ein Betrüger bist, dass du andere Leute abzockst. Ja, aber sie helfen dem nicht. Sie helfen dem nicht mit das YouTube. Ah ja, aber, Leute, aber sie helfen, indem sie Geld abzocken. Ja, natürlich, natürlich. Sie helfen den Leuten, weil sie ihnen Geld abzocken. Ich helfe nicht die Leute. Ich helfe mich selbst. Ja, natürlich. Eben, weil sie ein Betrüger sind. Natürlich. Die Mutter Teresa hilft die Leute, kostenlos. Ja, ja, natürlich. Und Sie sind ein Betrüger und helfen auch Leuten, ne? Ja, klar. Sie haben kein Fakt, aber ich sehe, wie der Betrüger arbeitet mit Ihnen. Sie wissen doch gar nicht, ob und wo ich investiert habe. Lassen Sie mich in Ruhe jetzt, weil das... Ja, ja, du hast mich doch angerufen. Leg doch auf, wenn ich dich in Ruhe lassen will. Einfach auflegen. Lassen Sie mich in Ruhe mit so Lügen. Ja, ich bin der Lüger, sagt der Betrüger. Ja. Sie sind eine Lüge. Ja, ja, ja. Warum? Müssen Sie fragen. Sie haben mich erst gelügt, dass ich muss erst mal einen Sicherheitscode geben. Und Sie sind selbst eine Lügner. Ja, genau um diese Betrüger auf die Probe zu stellen. Genau darum. Genau darum. Aber das verstehen Sie nicht. Das verstehen Sie nicht. Es ist mir klar, Sie sind ein dummer Betrüger, ja. Ist eine Verlierung Zeit oder verliere ich Zeit. Jeder Mensch ja, schön, schön. Ist doch wunderschön. Das ist ja der Grund, dass Sie mich anrufen, dass ich meine Fake-Identität online gestellt habe, dass Sie mich anrufen, damit Sie Ihre Zeit verlieren. Sie dummer Betrüger. Ich verliere nicht meine Zeit, das ist mein Job. Ja, aber in der Zeit können Sie keinen anderen betrügen. In dieser Zeit können Sie niemanden anders betrügen. Und das ist Gewinn genug. Nicht alle betrügen, weil es gibt auch Plattformen, welche... Ja. Ja, zum Beispiel Ihre Möchtegern-Plattform, die Sie genannt haben. Sie können ja einfach sagen, wo Sie reguliert sind. Dann kann ich das überprüfen und dann werden wir feststellen, Sie sind, dass Sie ein Betrüger sind. Aber so weit sind Sie ja noch nicht mal, dass Sie irgendwo reguliert sind. Können Sie einfach sagen, kann ich direkt überprüfen. Okay, wie viele Leute sind jetzt am Hören? Oh, das ist jetzt ein Video. Und deswegen stelle ich das online. Ja, natürlich. Die Leute, die sehen Ihnen auch mit Ihrem Gesicht. Ach, das geht Sie gar nichts an. Das ist ein großes Fehler, dass Sie hören. Jetzt auch die sehen Ihr Gesicht. Das ist ein zweites Fehler. Ja, ja. Und deswegen rufen Sie auch mit einer gespoofen Telefonnummer an, weil Sie so ehrlich sind. Sie denken, das ist schon mal ein Fortschritt, aber leider nicht schlau. Nee, weil Sie sind auch nicht eine dumme Person und auch nicht eine intelligente Person. Sie sind intelligent für Sie, damit Sie essen können, Lebensmittel, spazieren, Urlaub machen, schönes Leben, glücklich, positiv, alles perfekt, aber das Welt ist nicht so. Nur in Deutschland ist es so bei Ihnen. Ja und? Warum das, was, geben Sie war's keine, das heißt, gibt mehr schöne Nachrichten geben und eine sichere Nachricht, nicht eine Lügner. Weil das, was Sie machen, ist Lügner, ist nichts. Im Gegensatz zu Ihnen lüge ich nicht. Nehmen wir es nichts. Das Wichtige ist, die Leute müssen ihn hören, damit sie etwas gut geben. Das heißt, die Realität. Die Realität ist, dass ihr Betrüger seid. Ja, aber das ist schlecht. Eine schlechte Realität. Ja, woher, natürlich. Ihr seid schlecht, weil ihr Betrüger seid. Okay, woher kommen oder woher sind gekommen die Betrüger? Ja, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich irgendwie... Gebe ich Ihnen das Antwort. Ja, natürlich. Und die Banken. Ach, die Banken sind schuld, dass es Betrüger gibt. Ja, ja, natürlich. Okay. Ich lach mich tot. Okay.
So, gibt's noch was zu sagen? Haben Sie in YouTube gesehen, ein Video, wie bei Betrügen funktioniert? Ach, ich weiß, wie es bei Betrügern funktioniert. Eine Kunde, eine deutsche Kunde, hat 20.000 Euro, oder, ich weiß es nicht pünktlich, aber hat eine Summe investiert in eine lizenzierte Plattform. Okay? Und, lizenzierte Plattform, und, ja, ist klar. Lizenzierte Plattform. Hat sie investiert, 20.000 Euro. Hat er verdient? 100.000. Hat er verliert? 50.000. Hat er zurück ausgezahlt. Dann die Mitarbeiter hat wieder angerufen, hat investiert in eine neue Plattform. Jetzt, die neue Plattform ist mit einem neuen Mitarbeiter. Das Geld sind weg, weil die neue Plattform war betrügt. Okay? Ja, jetzt, und? Woher kommen die Betrüger? Nicht von einer Bank. Von den lizenzierten Plattformen. Nein, das sind Fake-Lizenzen. Woher kommt das Information? Wie viel verlieren das Geld? Woher kommt, wo weiß ich, wie viel Geld haben Sie auf Ihr Konto? Wo weiß ich, was mit wem ich spreche? Das ist ein System, welches ruft Ihnen für nichts, aber das ist kein Betrügung. Sie wissen gar nicht, wo ich investiert habe, ob ich investiert habe, das wissen Sie doch gar nicht. Was erzählen Sie denn für einen Scheiß? Die Bank weiß, was Sie investiert haben. Ja, und Sie wollen eine Bank sein und deswegen haben Sie angeblich Informationen. Sie sind so albern. Sie wissen, ach Mann, Sie langweilen mich. Sie sind deine Lebensmittel. Sie sind ganz schön langweilig. Wollen Sie jetzt noch was Neues sagen? Wollen Sie noch was Neues sagen? Wir haben Millionen Euro und die Bank ruft an oder die Telefonnummer verkauft bei anderen Menschen, damit die anrufen können. Nein, Banken rufen niemals an, um... Die Banken verkaufen die Nummer bei die. Ja, natürlich die Banken. Ja, natürlich. Die Banken verkaufen Nummern. Völlig klar. Völlig klar. Also, wenn ich Ihnen sage, dass Sie sind nicht intelligent, Sie sind nicht. Und das müssen Sie akzeptieren. Nicht, weil ich sage. Aber Sie müssen das selbst verstehen, dass Sie nicht intelligent sind. Ja, natürlich, ich bin ganz dumm, ja. Oder die Nachrichten für Unterschein, oder für die Leute, wo die gestorben sind. Wie ist denn das Wetter in Albanien? Das Wetter in Ihren Augen, meinen Sie? Nein, wie das Wetter in Albanien ist, habe ich gefragt. Schauen Sie nochmal, Sie können sprechen, was Sie möchten, aber das ist... Ja, mache ich auch. Nicht. Das, was ich spreche, ist Realität. Gefällt Ihnen nicht? Sagt der Betrüger, was er spricht, ist Realität. Ich lach mich tot. Woher kommt der Betrüger, habe ich gesagt. Ja, aus Albanien wahrscheinlich oder so, aus den ganzen Ländern. Nein, nicht aus welchem Land. Woher kommt das als... Ja, weil sie geldgeil sind. Das ist der einzige Grund. Welche? Betrüger sind geldgeil. Das ist alles. Ja, Sie hätten mir ja in der Zwischenzeit gerne mal sagen können, wo Sie lizenziert sind als Firma. Ganz einfach, wo Sie reguliert sind, aber das wollen Sie ja nicht. Okay. Also haben Sie noch irgendwas zu sagen? Und, ich hoffe, dass die Leute hören Ihnen mehr jetzt. Vielleicht sind gestiegen oder vielleicht die sind weg, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen Geld verdienen können und ein schönes Leben machen. Das habe ich. Weil Sie arbeiten. Das habe ich. Ich habe ein schönes Jetzt, Leben. Wer arbeitet, verdient. Wer arbeitet nicht, verdient nicht. Genau. Und das, was Sie sagen, was Ihre Arbeit ist, ist Betrug. Ist Betrüge. Nee, ja. Das, was ich sage, ist Betrug. Ja, richtig. Das, was ich sage. Das hat nichts zu tun mit Betrügen, was wir sprechen. Ich Doch. Sage nicht, kommen Sie investieren. Genau damit hat es zu tun. Genau damit hat es zu tun. Sie sind ein Betrüger. Sie sind ein Betrüger ohne Moral. Ich bin ein Mensch wie Sie. Sie sind trotzdem ein Betrüger. Es gibt gute und schlechte Menschen. Sie sind ganz schlechter Mensch. Warum? Weil Sie Betrüger sind. Ich bin kein Betrüger. Doch. Sie hatten ja nun mehrfach die Möglichkeit, mir Ihre Lizenznummer zu geben. Um zu beweisen, dass Sie kein Betrüger sind. Aber Sie wollen das ja nicht. Also sind Sie ein Betrüger. Oh mein Gott. Ja. So, aber ich Ihnen jetzt meine Ausweise sende. Ach, die geklaute Identität. Hm. Ja gut, alles klar. Einfach nur die ID, unter der Sie registriert sind und reguliert sind. Mit Ihnen, wir können
nicht ein gutes Gespräch machen, weil... Nee, natürlich. Du kannst ja einfach auflegen, dummer Betrüger. Lieg einfach auf. Nee, ich muss da bleiben, bis alle Leute weggehen von Ihnen. Ja, schön, die hören, okay. Die müssen nicht... Alles klar, dann lass also, ich... Geben nur negative, okay, dann stemme ich mich jetzt stumm, mache meine Arbeit weiter und du kannst dann weiter labern. Okay. Nee, ich hoffe, Sie verdienen okay, mehr, okay, tschüss. Aber... Okay, legen Sie auf. Warum legen Sie nicht auf? So, endlich ist er vorbei. Ist das nicht abstrus, was der Typ für einen Blödsinn labert? Stellt euch mal vor, euer Bankberater würde so mit euch reden. Das weckt Vertrauen und natürlich investiert man da sofort und ohne Fragen zu stellen. Wie kommt in deren Kopf nur solch ein moralischer Kurzschluss zustande und warum hat dieser Kurzschluss noch so viele andere Hirnregionen langfristig geschädigt oder lahmgelegt? Diese Gestalten ertragen sich offenbar nur selber, indem sie Drogen konsumieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Typen haltet. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, habt nette Menschen um euch und vor allem lasst euch nicht abzocken.